Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich möchte euch heute hier einen schicken Traktor euch heute hier vorstellen. Er sieht sehr originell aus, deswegen mache ich hier auch dieses Video. Und er ist nicht lockfehlerfrei. Er hat hier Aeros wegen No Kollision, also wegen den her. Ja, es handelt sich hier um Alias Johnson Traktor Modell B, wurde aus Ford TS hergestellt. Ja, finde ich schon mal sehr interessant, das Ganze. Ja, ich denke mal, wir schauen uns hier den mal an. Hier, also sieht man schon hier, er hat das Problem mit der Kollision. Deswegen, also zappelt er dann hier im Shop so und er kippt dann vielleicht auch noch um. Also so hatte ich das Problem schon gehabt. Ja, das gute Stück kostet ja aber nur 75 Euro. Und Miete sind wir bei 3 Euro inklusive Wert hier 40 PS, 29 kW, manuelle Schaltung, 40 Liter Tank. Ja, hier stehen hier 105 kmh, das stimmt nicht. Das ist irgendwie, es sollte vielleicht hier 10,5 km/h vielleicht heißen. Und ja, 1,2 Tonnen hier das gute Stück. Wir können uns den jetzt hier mit, also die Schmutzfänger, dann hüpft er mal raus, wie wir hier sehen. Liegt er dann da, also Lackverschleiß geht hier nur auf die Reservetanks, Verschmutzung geht dann auch nur auf die Räder. Dann haben wir die Motorausführung 4 Zylinder, dann gibt es den nochmal hier, also AUX, dann hat er hier mit also 40 PS entsprechend hier, ja, 29 kW. Wir können den auch mal so kaufen, dann haben wir den auch mal anders da dastehen. So, jetzt kaufen wir den hier mit die 40 PS. So, das steht jetzt dann so her da. Dann haben wir nur die Reservekanister oder die sollen das vielleicht Tanks sein. Steigen wir mal auf. Da sitzt er dann hier da. Entschuldigung, wenn ich das dann so sage, wie ein Affe hier auf dem Schleifstein. Schauen wir mal. Hier hat er jetzt 105 km/h stehen. Mal schauen, wie schnell er wird. Weil davor bin ich mit den anderen gefahren, also der ist nicht schnell gefahren. Mal schauen, wie schnell er wird. Er hat auch hier Probleme. Zwecks wegen Tippen. Vielleicht jetzt mit den 40 PS wird er vielleicht 100 km/h. Mal schauen. 50 kann man schon mal. Ja, 51, 52 km/h haben wir schon mal da. 53. Upsi, upsi, upsi. Ja, das ist, was ich gesagt habe. So, dann haben wir ja zum Glück hier uns einen starken Bauern aktiviert. Dann können wir den ja mal drehen. So. Dann sehen wir, ja, er hat jetzt hier vorne. Mal schauen mal. Licht. Ja, also geht schon mal an. Aber wie wir sehen, haben wir hier auch keinen Kegel da. Also wir sind jetzt in England. Wir fahren jetzt da auf der linken Seite. Hupe, B geht hier auch nicht. Aber finde ich echt ulkig gemacht. Also man muss langsam um die gerade Kurve fahren. Ja, ihr an, es ist wahrscheinlich auch mal ein 3D-Modell hier außen SketchUp. Oder vielleicht Cinema. Also jedenfalls, wie wir hier sehen. Ja. Licht, ja, der Scheinwerfer funktioniert, aber wir haben keinen Kegel da. Also so gleich, also wie ohne. Schalthebel ist schon mal hier so animiert. Das hängt schon mal hier unten an. Jedenfalls, also passt hier nicht zum Skin. Fuß kurz vorm Abbrechen, wie man ja feststellen müsste. Mal schauen, ob der mal rückwärts fährt. Der will nicht. Der zeigt mir immer noch 2 km/h an. Zweimal rückwärts. Na, der mag nicht rückwärts fahren. Mal schauen, ob jetzt der geht. Jetzt. Nein, du sollst rückwärts fahren. Jetzt. Oh Mann, oh Mann. Die Technik. Ja, der hängt dir hier an, wie wir sehen. Also du kannst den für Kugelkopf sowas verwenden, aber naja. Innenansicht hier.
Schaltung ist animiert, Lenkrad hier auch. Ich finde, das Modell sieht halt ein bisschen sehr ulkig aus. Schon wieder der scheiß Rückwärtsgang. Entschuldigung, wenn ich das so sage. Oh je, oh je. Die Bremsen, Wahnsinn, die gehörten vielleicht mal hier entlüftet. Schauen, ob wir den hier so vorheben können. Da sehen wir uns jetzt hier drüben den an. Da haben wir ja die Schmutzfänger drauf. Haben wir vorne keine Scheinwerfer. Das Nummernschild hängt so halb hier im Kühlergrill drin. Da haben sie vielleicht mit der Flex reingeschnitten. Verschmutzung sehen wir hier auf die Räder und hier auf die Kanister. Die Kanister sind hier also komplett, also der Lack weg, so her. Das Lenkrad, ja, geht hier durch das Bein durch. Ja, ist schon ein bisschen hier irgendwie unterhaltsam. Also Blinker hier, wie wir sehen, hier funktionieren. Das also ist kein Problem. Fahren wir mal hier so mal dunkel mal rüber, weil also brauchen wir wegen den jetzt hier nicht Nachtschicht beim Licht. Ja, da auch. Aber wir haben hier am Boden keine Reflexion, wie wir sehen. Entschuldigung. Meine ja, Stimme ist immer noch das Problem mit dem Hals. So, jetzt fahren wir mal nach hinten. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Mal sehen, also das ist schon heftig. Ui, bremsen, bremsen, bremsen. Es rollt weiter und weiter und weiter und weiter. Wahnsinn. Ja, so erfinde ich das Modell sehr interessant. Er hat was Lustiges an sich. Nur irgendwie die Größe und so weiter. Ihr habt ja gesehen, das passt hier nicht dazu so ganz. Das ist irgendwie schade. Hupe funktioniert nicht. Lichtschein funktioniert nicht. Blinkerschein funktioniert nicht. Bremslichtschein funktioniert nicht. Aber hier da, also da ist dabei beim Preis gewesen. Mit den Kotflügeln hier ohne diese Kotflügel nicht. Aber dafür haben wir vorne das her mit zweimal anderer Leistung hier uns genommen haben. Aber so her. Jetzt kommen wir natürlich hier zu unserer Lok, weil wir wollen ja die Lok sehen. Da sehen wir hier, wir haben ja diesen Aero drin, Index, No Fund, Eye, Kollision, Note. Sehen wir hier, da haben wir, also das wiederholt sich, wie wir hier sehen, immer wieder. So her, wegen Shatter Light, deswegen haben wir auch keinen Lichtschein da. Das geht halt von Anfang bis zum Ende halt her. Deswegen habe ich gedacht, ja, ich zeige euch nicht hier. Trotzdem, vielleicht sieht ja der Mod, dass ich den auch nochmal an, vielleicht, kann man ja sagen. Und dann tut er vielleicht hier den Fehler beheben. Wäre irgendwie ein lustiges Gefährt natürlich hier für den Landwirtschaftssimulator 22. Wenn euch hier mein Video gefallen hat, würde mich freuen, wenn ihr wieder reinschaut. Hiermit sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Franz. Ciao, ciao.